Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. Ja, endlich. Ach Gott, die Festplatte. Ja, beziehungsweise nicht meine Festplatte, nein, der PC, der große PC. Der war mehr oder weniger im Arsch. So, jetzt können wir endlich wieder hier aufnehmen und spielen. Ja, spielen konnte ich auch vorher, wenn ich das Ding an den PC angeschlossen habe. Aber ja, aufnehmen ging jetzt nicht mehr so ganz gut. Ging halt nicht, ne? Ist halt der einzige, der große PC ist ja der dafür da, dass ich hier aufnehmen kann quasi. Da ist die Capture Card drin, hast du nicht gesehen. Und naja, so sieht das aus. So. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, was so in der letzten Folge passiert ist. Ich habe, glaube ich, Jord getötet, das war's. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, was in den Kommentaren so stand. Das ist halt, wie gesagt, jetzt schon, ja, weiß ich nicht, wann kam die letzte Folge? Wenn alles klappt, kommt die Folge direkt heute, wo ich sie aufnehme hier. Sprich, ich glaube am Freitag müsste die letzte Folge gekommen sein. Heute ist quasi Montag. Ist heute Montag? Heute ist Dienstag. Ja, heute ist Dienstag. Scheiße. Naja, gut. Gut, wir müssen runter in den Sumpf. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Ich muss mich irgendwie rechts halten. Oder so. Ich hoffe, das stimmt. Ja, runter den Sumpf, da ist wohl die zweite Kette irgendwie. Ich habe schon überlegt, kann ich das hier anhand dieser Kette ausmachen? Ist hier überhaupt eine Kette? Sieht nämlich nicht so aus. Scheiße, ja. Okay, da ging es nicht weiter. Ich bin mir jetzt... Ach Gott, ich muss mir erstmal dort zurechtfinden, ja? Ja, und was ich auch sagen muss, ich habe es ja nur bei Facebook geschrieben. Ich habe jetzt die Dark Souls 2 Beta gespielt. Auch zu Hause mal. Und... Es war schon geil, muss ich sagen. Ich rede ein bisschen über die Blogs später, wenn ihr euch das nicht ausmacht. Ja, wir hatten ja, falls ihr irgendwie die Moppet-Show gesehen habt, als wir über, ich glaube, die erste Moppet-Show war das, wo wir über Dark Souls ein bisschen gesprochen haben. Da hatten wir ja einige Sachen geäußert irgendwie, die nicht gingen. Und naja, die gehen jetzt alle, oder fast alle zumindest. Zum einen kann man jetzt auch wieder von Treppen runterrutschen, wie man es jetzt aus Dark Souls kennt. Ging jetzt in Demon's Souls nicht, geht jetzt aber auch in Dark Souls 2. Haben sie wahrscheinlich dann erst nachträglich mit eingepatcht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder wir waren zu blöd, um das, weiß ich nicht, in Köln hinzukriegen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Zum anderen kommt man jetzt auch ins Menü, ganz schick. Da gibt es jetzt Sachen... Die ganz normalen Stats halt. Man muss sich wieder Symbole merken. Momentan steht da noch nichts da. Sprich, ob das Stärke ist oder hast du nicht gesehen. Das steht alles noch nicht da. Sprich, man muss sich wieder Symbole merken. Wie es, glaube ich, jetzt auch in Demon's Souls der Fall ist. In Dark Souls müsste es, glaube ich, alles dann nochmal dastehen, was es dann für einen Wert ist. Da gibt es einige Besonderheiten. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Da dreht es sich um, ja, wenn man jetzt Stärke quasi macht, beziehungsweise Beweglichkeit, ich kann es jetzt nur anhand von Beweglichkeit erklären, da werden zum anderen, zum einen, die Blutungseffekte, die man auf der Waffe zum Beispiel hat, oder hast du nicht gesehen, die werden erhöht und die Gifteffekte werden erhöht. Sprich, man pusht jetzt nicht nur den einen Wert, sondern... bekommt dann gleich noch, jetzt hör auf, du Degu-Mädchen. Man pusht jetzt nicht nur einen Wert, sondern gleich mehrere auf einmal, so dass man ein bisschen mehr von hat, dass man dann quasi, wenn man jetzt irgendwie 4 auf Beweglichkeit geht, einen Beweglichkeitschar macht, dann hat man halt die Möglichkeit, oder es wäre von Vorteil, wenn man irgendwie auf Blutungseffekte bzw. Poison, also auf Gifteffekte geht. Ja, Stärke hat, glaube ich, momentan noch nichts, wenn ich mich nicht täusche. Dann gibt es irgendwie Attunement. Das müsste sein, dass die Zaubergeschwindigkeit irgendwie schneller ist. Also Beweglichkeit erhöht jetzt nicht mehr die Zaubergeschwindigkeit, wie es jetzt hier in Demon und Dark Souls war, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall in Dark Souls. Ne, ich weiß es gar nicht mehr. Und ja, das wird dann quasi alles mit erhöht. Jetzt durch diesen einen Wert. Ah, scheiße, da war das viel. Oh. Ja, ich soll mich rechts halten, ne? Am Arsch so ein bisschen. So. Ja, hier ist Ende, Melende. Okay.
Hier geht's auf jeden Fall erstmal nicht lang. Ja, okay. Da ist noch ein Item da hinten. Wir müssen jetzt erstmal hier hochkommen. Ja. Und, ja, irgendwelche Sachen. Also Ring des Dufts, okay. Ein neuer Ring. Gucken wir gleich mal, was das Ding kann hier. Was habe ich jetzt eigentlich drin? Artesion und Diebes. Dingens. Listige Ratte. Stellt MP über Zeit wieder her. Okay. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Ist schon ganz gut, aber ist jetzt nicht zwingend notwendig. Ja, das sind jetzt so die Werte, die ich mir gemerkt habe. Boah, jetzt nicht so viel. Auf jeden Fall Magic. Da habe ich jetzt, kann ich eh nicht mich mit so viel mit anfangen, muss ich sagen. Deswegen kann ich euch da jetzt nicht genau sagen, was da für Werte noch mit reinspielen oder was da erhöht wird. Ja, ist eigentlich eine ganz coole Sache bisher gewesen. Wir haben uns ein bisschen beschwören können. Also Slav habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich habe halt mit anderen Leuten irgendwie zusammengespielt ein bisschen. Jetzt geht meine Stimme direkt weg. Es ist früh am Morgen und meine Stimme ist noch schlafen quasi. Und ja, es war ein bisschen, es war sehr cool, muss ich sagen. Es gab ein riesiges Areal, was man betreten konnte. Was ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt letztendlich auch mit ins Dings kommt, ins Hauptspiel. Ist die Frage, ob das nur für Testzwecke jetzt da war. Das weiß ich nicht. Geht's hier hoch? Hier geht's hoch. Sehr schön. Oh, 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 okay. So, was habe ich denn eigentlich für ein Schwert? Achso, das Feuerschwert, okay. Das habe ich drin. Sehr schön. Slav hat irgendwie von einem Boss berichtet. So ein Skelettkönig. Und ich habe allerdings einen anderen Boss gehabt. Sprich, es gibt mehrere Wege und mehrere Bosse am Ende. Ich habe jetzt beispielsweise, also den Skeletttypen habe ich jetzt nicht gesehen. Da bin ich ja nicht lang gelaufen. Da, wo ich lang gelaufen bin, habe ich dann so ein, ja, weiß ich nicht, was für ein Typ das war. Der saß auf jeden Fall auf so einem Wagen. Und es war so ein oh Gott, jetzt geht's so komplett weg. Ja, Entschuldigung. Und das war so ein Areal, so ein rundes Areal, kann man sagen. Und da ist er mit seinem Wagen halt lang gefahren. Ich weiß nicht, ich habe es meiner Freundin so erklärt, die hat nicht immer zugeguckt, muss man sagen. Das ist wie bei den alten Römern irgendwie war. Das war halt so ein Wagen mit zwei Pferden vorne dran gespannt. Und okay, ich höre das Herz. Oh, verdammt, den habe ich gar nicht gesehen hier. Und ja, der hat dann so Spitzen unten an den Rädern gehabt. Das ist das, was ich sagen kann. Ich habe jetzt keinen Schaden irgendwie gemacht an dem. Weiß ich nicht. Da sind mittendrin irgendwie immer Skelette gespawnt, die dann quasi wiederbelebt wurden. Au, wow, wow. Die sind quasi alle wieder aufgestanden. Okay, so, komm her. Sprich, man braucht dann irgendwie eine Heiligenwaffe da. Damit die überhaupt wieder liegen bleiben. Ach so, jetzt, naja gut, dann muss ich jetzt mal. Diesen Tipp habe ich nämlich auch durchgelesen, klar. Ich habe mich jetzt letzte Mal, habe ich irgendwelche Sachen weggeworfen. Dabei hätte ich doch einfach mal hier das anziehen können. Ich habe jetzt natürlich das erstmal noch nicht weggeworfen. Bisher. Weil ich jetzt erstmal aufnehmen wollte, weil ich auch gleich noch weg muss. Und erst nachher wiederkomme. Ja. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau. Man braucht irgendwie eine Heiligenwaffe. So viel kann man irgendwie sagen. Ah, da geht's weiter. Guck mal an. Und mehr konnte ich da jetzt erstmal nicht herausfinden aus dem Bosskampf. Ich warte jetzt nur einmal mit. Also gibt's halt noch vorgefertigte Klassen in diesem Teil. In diesem, ja, in dieser Beta-Phase kann man sagen. Da gibt es halt vorgefertigte Klassen, die halt schon zur E3 bzw. Gamescom Edition da. Das war ja die E3-Edition. Davon mal abgesehen, aber. Und da habe ich ein Duel Swordman gespielt und mit dem bin ich auch bei dem Boss gewesen. Und ich konnte da jetzt nicht so viel anrichten, sage ich mal. Jedes Mal, wenn ich da irgendwie hingegangen bin, bin ich von den Rädern getroffen worden. Und all solche Sachen. Hallo. Hallo. Ja. Ich gucke auch mal nebenbei auf die Uhr, nicht, dass es hier zu lang wird.
habe das irgendwie gerade nicht so im Gefühl. So, hier sind Menschen. Tote Menschen. Ich sehe tote Menschen. Ja, ja. Okay. Ob das Vieh mich irgendwann angreift hier? Ich glaub's ja schon. Vorsicht vor dem schwarzen Phantom war noch vorne. Okay, jetzt kommt noch ein schwarzes Phantom. Ach, da. Da ist es. Das ist so ein Dingensvieh, ja, wie wir es schon mal hatten. Also wie davor quasi in den 3-1 Leveln. So. Okay. So, gerade noch so die Attacke abgebrochen bei ihm. Das war leicht knapp. Was mir dabei gerade noch einfällt, es gibt, also man kann jetzt irgendwie während des Backsteps ist man nicht mehr komplett immun. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen hatten. Auf jeden Fall kann der irgendwie, da kannst du halt in dem Moment irgendwie angegriffen werden. Aber halt auch nicht immer und es ist, ich hab der, die, also mit mir ist es so passiert, ich wurde mal angegriffen und ich war immun in dem Zeitpunkt. Was ist jetzt vor Sachen, also, ja, weiß ich nicht, vor Momente sind, wo man dann angegriffen werden kann. Slav hat halt gesagt, er wurde angegriffen und das, da konntest du dann, in einer bestimmten Zeit, wo du den Backstep machst, konntest du dann halt angegriffen werden und der ist dann, glaube ich, abgebrochen oder so, weiß ich jetzt gar nicht. Und all solche Sachen, also, ja, ist eigentlich ganz okay. Zum anderen, was die Humanity angeht, in Dark Souls gibt es ja wirklich die Humanity noch. Hier gibt's ja, die F-Augensteine, genau. Und ja, den Boss haben wir jetzt, wie gesagt, nicht gelegt. Sprich, wir wussten nicht oder wissen nicht, ob man danach jetzt wieder menschlich wird, wie es halt hier der Fall ist. Auf jeden Fall hat man dann auch wieder Humanity. Die heißt dann bloß Human Effigy oder so. Keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen. Ich weiß auch gerade gar nicht, was es heißt. Effigy. Also E-F-F-I-G-Y. Ja. Das ist das Teil. Und dann kann man sich auf jeden Fall ohne Leuchtfeuer auch wieder menschlich machen. Und wie gesagt, man verliert HP, je nachdem, wie oft man stirbt, bis zu 50%. Sprich, dass es auch wie hier ist nach der Zeit, dass man halt dann nur noch gewisse Prozentzahl an HP hat. Sprich, dass man nicht mal volle HP hat, auch wenn man nicht menschlich ist. Ist ganz cool, gefällt mir, hat halt was. Dann wirst du halt mehr oder minder gezwungen, mal... Okay, ich hab's nämlich geahnt, der ist nämlich da. Also mal, gehen wir mal ein Stück zurück, jo. Und ja, wie gesagt, dann ist man halt irgendwann auch mal gezwungen, sich wieder menschlich zu machen. Ach, da oben ist der. Na, klasse. Na, klasse. So, machen wir den halt so weg. Irgendwie, den anderen können wir dann auch so, den da oben, können wir auch so wegmachen. Ja, ansonsten fand ich es halt ganz cool. Es sah sehr schick aus. Hat Spaß gemacht, muss man sagen. Es ist knackeschwer. Sprich, nicht nur das Level, was wir da auf der Gamescom gespielt haben, war knackeschwer, weil da so viele Gegner waren, sondern auch die normalen Gegner in einem recht normalen Areal, kann man jetzt sagen, die sind auch knackeschwer. Also man muss wirklich aufpassen. Es ist nicht ganz so einfach, also da durchzukommen. Also im Vorhinein war ja irgendwie die Befürchtung, ja, Demon's Souls war schwerer als Dark Souls und Dark Souls 2 wird jetzt nochmal leichter als Dark Souls 1. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, das ist nicht der Fall. Es ist schwer. Aber ja, so viel kann man eigentlich dazu sagen. Es ist nicht leicht. Man muss wirklich aufpassen. Slav hat ja meistens halt dann irgendwie mit einem Typen zusammengespielt. Ich bin da größtenteils alleine durch. Und bin auch oft gestorben, muss man sagen. Also 2 Stunden haben wir jetzt wirklich komplett am Stück gespielt. Solange wie die Beta halt online war, ne? Das nächste Mal... Kann ich hier durch, ja. Ist kein Abgrund, nein. Sagenumwobene. Okay, ich sehe halt auch nicht viel hier, ey. Hier geht's runter. Okay. Ja, es ist jetzt nur temporär möglich, da einzuloggen. Am 22. oder 23. irgendwie sowas im Dreh, da
Alter. Da geht's dann nochmal. Und da kann man dann nochmal einloggen. Und mal gucken, ob es dann irgendwie, also momentane Zeitpläne für die nächsten Betas oder Open Betas, hast du nicht gesehen, gibt's halt noch nicht. Ob es dann irgendwie mal möglich ist, demnächst dann so ohne weiteres einzuloggen, nicht zu irgendwelchen Zeiten. Waren jetzt irgendwie nur 5000 Spieler. Mehr war es ja nicht. Achso, kein Mana. Okay, jetzt habe ich irgendwie, ja. Nee, es war irgendwie halt nur 2 Stunden möglich. Und mal schauen, wir durften jetzt auch nichts aufnehmen oder hast du nicht gesehen? Das ist alles noch nicht möglich gewesen. Beziehungsweise dürfen wir nicht. Steht so im Dingens drin. Nein, das ist nicht wahr, oder? Scheiße, Mann! Ach Gott, ey. Liebe Freunde, es ist zum Kotzen, ist das. Es ist vollkommen zum Kotzen. In der nächsten Folge. Ich mache jetzt erstmal einen Cut hier. In der nächsten Folge werden wir uns die Seele oder die Leiche zurückholen. Und ich glaube, ich war recht nah an der zweiten Kette. Ja. Ich hoffe, ich finde es in der nächsten Folge genauso schnell oder halbwegs so schnell wie heute. Naja, morgen 18 Uhr geht's weiter. Endlich wieder. Demon's Souls geht weiter. Naja, macht's gut in dieser 50. Folge. Ich hab's fast vergessen. Aber, naja, 50. Folge. Zur 100. Folge gibt's dann noch ein kleines Special wieder. Wie auch schon bei Dark Souls. Ich hab mir schon was überlegt. Die Frage ist, kann ich das so durchsetzen? Das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Naja, bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.